dachte, es ist also mal ein Stress da hin. Vanessa! Ja! Telefon! Ja! Schreinerei Fleischmann, Sie wünschen mir Hoffele. Ah ja, Hoppelen halt, Herr Dr. Seitenbacher. Ach Gott, was regen Sie sich dann auf? Hat er sich an seinem Müsli verschluckt? Was wollen Sie? Ah ja, den haben wir Ihnen doch geliefert, den Hasekaste. Häskaste meins wäsche auch. Was? Bitte? Ein Häskasta ist was, bitte? Ah ja, für Schwab vielleicht, aber bitte Sie, wir sind Pfälzer Schreinerei, da müssen Sie halt Hochdeutsch schwätzen, wie ich auch, Herr Dr. Seitenbacher. Sie haben gekriegt, was Sie bestellt haben, weil da geht mich die Sache nichts mehr an. Genau. Dappschädel. Sag mal, hast du sie noch all? Wieso ich? Da, der Dummbeitel von Seitenbacher. Also Vanessa. Ach, Entschuldigung, die Intelligenz tut von Dr. Seitenbacher. Na, bestellt ein Hasekaste und meint, mir müsste riechen, dass das bei der Schwabe ein Kleiderschrank ist. Ja, und jetzt macht er den Molly und will ihn nicht mal bezahlen. Vanessa, ich sag's ja immer. Du mit deiner Hinnerweltler-Sprache, du ruinierst noch mal die ganze Firma. Ich der Dildab. Vanessa, im Geschäftsleben kann man sowieso nicht babble, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und schon gar nicht bei auswärtigen Kunden. Willst du mir erzählen, wie ich mich andere leid, wo sonst woher komme, diese Spätzlesriveler zum Beispiel, wie ich mich da zu verhalten hab, gehe über? Gegenüber, mit B im Über. Gegenüber, vis-à-vis, beißt der Franz die Gret ins Knie. Vanessa, das ist kein Späßchen. Verstehst du, das ist wichtig für die Firma. Na ja, da muss ich dich halt noch mal schulen, damit ich die auswärtige Kunde auch verstehe tun. Was tun? Verstehe tun, die auswärtige Kunde dich verstehe tun. Oh, das da ist aber jetzt mal Hochdeutsch gewesen. Ah ja, es ist jedenfalls Hochdeutscher als Deugebabbel, nicht? Alla Vanessa, was machst du, wenn ein auswärtiger Kunde in seiner Sprache was bei dir bestellt und du verstehst nicht? Da frage ich, hä? Na, du sagst, Herr Dünnbier, entschuldigen Sie, ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Könnten Sie die Geschichte bitte noch einmal wiederholen? Das ist dasselbe wie, hä? Alla? Was Alla? Doch, Babble. Hä? Den Satz. Welle. Welchen Satz, Vanessa? Welchen Satz, Vanessa? Der andere. Ja, Wellen. Dellen. Denn können Sie die Geschichte bitte noch einmal wiederholen? Können Sie die Geschichte noch einmal wiederholen? Vanessa, pass auf. Das heißt Geschichte. Das ist ein CH in Geschichte. Und es muss auch so gesprochen werden. Können Sie Ihre Geschichte noch einmal wieder... Vanessa, andersrum. Geschichte. Das ist aber ganz schön schwer. Nochmal. Geschichte. Vanessa, nicht verzweifeln. Machen wir den Mund auf. Ah, da müssen wir einfach das Zäpfchen rausnehmen. Schau, ein Zäpfchen hat man doch nicht im Mund. Jo, Alla, also jetzt mal aufgepasst, gell?
Ich gebe dir Begriffe vor und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Fertig? Verdammt, fang an. Wenn einer ganz arisch bei der Sache ist, dann sagt man, er ist... Aufmerksam. Wenn man gewischt wascht, beim Metzger holt, bestellt man... Aufschnitt. Und wenn ein Kunde bei uns was bestellt, erteilt er uns einen... Auftrag. Ich bin gut, gell? Ja, hast du was gemerkt? Ja. Im Deutschen kommen viele Wörter vor mit Uff. Auf, Vanessa, au, ach, auf, im Deutschen heißt es immer auf und nicht uff. So, ja, und wie sagt man dann verpuff? Sag mal, du stellst dich aber wirklich manchmal an wie ein dämlich Dunzel, du. Schon, mir schwätze eben so. Oder müsse eben die, die wo von woanders. Nur steigen. Die. Wie? Ohne wo. Wie ohne wo? Kein wo nach dem die. Wie meinen? Dass die, komma, die ohne wo von woanders zu uns komme. Dass die erstmal unser Spruch lernen müsse, das meine ich doch. Ja, nein, Mensch, das so einfach ist das nicht, verstehst du? Für die Auswärtige ist unser Spruch. Gar kein Spruch, sondern eine Zumutung. Tja, das sind eben Dippelschisser. Also bitte. Bitte, Vanessa. Schon, unter uns wird man doch mal das sagen dürfen, oder? Ja, die Auswertungen sind ab und zu mal ein bisschen penibel. Sag ich doch, Dippelschisser. Doch. Hoppele, hoppele, jetzt kannst du gleich mal probieren. Ja. Und denk dran. Hochdeutsch. Schreinerei Fleischmann. Vanessa, pack es am Apparat. Herzlich. Komm. Willkommen. Zu Schulungszwecken, wird dieses Gespräch mitgeschissen. Lisbeth, ich bin schon noch normal. Ich mache nur gerade einen Kurs beim Jean in Hochdeutsch für Anfänger. Oh, ich glaube, es ist besser, wir machen Schluss mit unserem kleinen Plausch. Tschüss, tschüss. Naja, also wenn's will, kann's es ja. Na, pass mal auf. Dann mache ich jetzt mal so. Ich bin ein Kunde, der ruft da an und der ist nicht von da. Von wo? Von auswärts. Ja, von wo? Ja, nicht von da. Ah jo. Und das sag ich erst mal ein Dach? Mit meinem Dach, Fräulein Pack, es ist alles in Ordnung. Ich hätte aber gern für mein Wohnzimmer ein paar Türe. Ah, Sie meine Tiere? Also, Frau Backes, das ist eine Unverschämtheit. Wir haben keine Tiere in der Wohnung. Türen. Ah ja, das sagt man Tiere. Oder Dere kann man auch sagen. Ne? Die dir oder die der. Aber, oder in der Mehrzahl ist es die Tiere oder die Dere. Ich will einen Kleiderschrank. Mit Tiere oder ohne Tiere? Das war Spätzle. Haben wir der Alte verschamariert? Ich meine natürlich den Kleiderschrank. Wie meinen? Haben wir den alten Kleiderschrank verschamariert? Verkratzt! Verkratzt! Oh, heißt es. Ich bin aber gleich vergrätzt. Sie sind schon ein bisschen Hochseicher, Herr Gell? Das ist eine Beleidigung, das kannst du zum Kunde sowieso nicht so sagen. Ja gut, aber wenn einer so Affezippel ist oder Dommel oder Hochseicher... In einem Geschäftsgespräch habe so Ausdrück überhaupt nichts zu suchen. Hast du das verstanden?
Ja. So, und jetzt rufst du den Dr. Seitenbacher an und sagst ihm, er braucht den Hasenkasten nicht zu bezahlen, weil er ist ja nicht schuld, er kann ja kein Hochdeutsch. Nicht? Der Schwobesäckel, der Dildabische. Und wenn er das nicht versteht? Wenn es ums Geld geht, versteht ein Schwob alles. Denk dran, Hochdeutsch. Herr Dr. Seitenbacher, ich bin's nochmal. Ich habe eine gute Nachricht für Sie, wegen dem Hasenkasten. Sie brauchen selbigen nicht zu bezahlen, weil Sie können ja nicht dafür, dass Sie kein Hochdeutsch kennen. Hervorragend, hervorragend. Der Herr Fleischmann sagt, Sie sind ein Schwobesäckel, ein Dildabischer. Bitte noch einmal wiederholen. Das ist dasselbe wie, hä? Allah? Was Allah? Noch babble. Hä? Den Satz. Welle. Welchen Satz, Vanessa? Welchen Satz, Vanessa? Der andere. Ja, Wellen. Dellen. Denne. Können Sie die Geschichte bitte noch einmal wiederholen? Können Sie die Geschichte noch einmal wiederholen? Vanessa, pass auf. Das heißt Geschichte. Das ist ein CH in Geschichte. Und es muss auch so gesprochen werden. Können Sie Ihre Ihre Geschichte noch einmal wieder. Vanessa, andersrum. Geschichte. Geschichte. Das ist aber ganz schön schwer. Nochmal. Geschichte. Vanessa, nicht verzweifeln. Machen wir den Mund auf. Aber da müssen wir einfach das Zäpfchen rausnehmen. Ein Zäpfchen hat man doch nicht im Mund. Jo, Allah, also jetzt mal aufgepasst, gell? Ich gebe dir Begriffe vor und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Fertig? Verdammt, fang an. Wenn einer ganz arisch bei der Sache ist, dann sagt man, er ist... Aufmerksam. Wenn man gemischt wascht, beim Metzger holt, bestellt man... Aufschnitt. Und wenn ein Kunde bei uns was bestellt, erteilt er uns einen... Auftrag. Ich bin gut, gell? Ja, hast du was gemerkt? Ja. Im Deutschen kommen viele Wörter vor mit Uff. Auf, Vanessa, auf! Ach, auf, im Deutschen heißt es immer auf und nicht Uff. So. Ja, und wie sagt man dann verpuff? Sag mal, du stellst dich aber wirklich manchmal wie ein dämlich Dunzel, du. Schon, mir schwätze eben so. Oder müsse eben die wo von woanders. Nur steigen. Die. Wie? Ohne wo. Wie ohne wo? Kein wo nach dem die. Wie Mackel. Sag mal, hast du sie noch all? Wieso ich? Da, der Dummbeitel von Seitenbacher. Also Vanessa. Ach, Entschuldigung, die Intelligenz tut von Dr. Seitenbacher. Er bestellt Hasenkasten und meint, mir müsste riechen, dass das bei der Schwabe ein Kleiderschrank ist. Ja, und jetzt macht er den Molly und will ihn nicht einmal bezahlen. Vanessa, ich sag's ja immer. Du mit deiner Hinnerweltler-Sprache, du ruinierst noch mal die ganze Firma. Ich der Dildab. Vanessa, im Geschäftsleben kann man sowieso nicht babble, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und schon gar nicht bei auswärtigen Kunden. Willst du mir erzählen, wie ich mich andere Leute, wo sonst woher kommen, diese Spätzlesriveler zum Beispiel, wie ich mich da zu verhalten hab, geh über? Gegenüber. Mit B im Über. Gegenüber.
Vis-à-vis beißt der Franz die Gret ins Knie. Vanessa, das ist kein Späßchen. Verstehst du, das ist wichtig für die Firma. Na ja, da muss ich dich halt noch mal schulen, damit ich die auswärtige Kunde auch verstehe tun. Was tun? Verstehe tun, die auswärtige Kunde dich verstehe tun. Oh, das da ist aber jetzt mal Hochdeutsch gewesen. Ah ja, es ist jedenfalls Hochdeutscher als Deugebabbel, nicht? Alla Vanessa, was machst du, wenn ein auswärtiger Kunde in seiner Sprache was bei dir bestellt und du verstehst nicht? Da frage ich, hä? Na, du sagst, Herr Dünnbier, entschuldigen Sie, ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Könnten Sie die Geschichte bitte noch einmal wiederholen? Das ist dasselbe wie, hä? Alla? Was Alla? Noch babble. Hä? Den Satz. Welle. Welchen Satz, Vanessa? Welchen Satz, Vanessa? Der andere. Ja, Wellen. Dellen. Denn können Sie die Geschichte bitte noch einmal wiederholen? Können Sie die Geschichte noch einmal wiederholen? Vanessa, pass auf. Das heißt Geschichte. Das ist ein CH in Geschichte. Und es muss auch so gesprochen werden. Können Sie Ihre Ihre Geschichte noch einmal wieder... Vanessa, andersrum. Können Sie Ihre Ihre Geschichte noch einmal wieder... Vanessa, andersrum. Geschichte. Das ist aber ganz schön schwer. Nochmal. Vanessa, nicht verzweifeln. Machen wir den Mund auf. Da müssen wir einfach das Zäpfchen rausnehmen. So. Ein Zäpfchen hat man doch nicht im Mund. Jo, Alla, also jetzt mal aufgepasst, gell? Ich gebe dir Begriffe vor und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Fertig? Verdammt, fang an. Wenn einer ganz arisch bei der Sache ist, dann sagt man, er ist... Aufmerksam. Wenn man gemischt wascht, beim Metzger holt, bestellt man... Aufschnitt. Und wenn ein Kunde bei uns was bestellt, erteilt er uns einen... Auftrag. Ich bin gut, gell? Ja, hast du was gemerkt? Ja. Im Deutschen kommen viele Wörter vor mit Uff. Auf, Vanessa, auf! Ach, auf, im Deutschen heißt es immer auf und nicht Uff. So. Ja, und wie sagt man dann verpuff? Sag mal, du stellst dich aber wirklich manchmal wie ein dämlich Dunzel, du. Schau, mir schwätze eben so. Oder müsse eben die wo von woanders... Nur steigen. Die. Wie? Ohne wo. Wie ohne wo? Kein wo nach dem die. Wie meinen? Dass die, Komma, die ohne wo von woanders zu uns komme. Dass die erstmal unser Spruch lernen müsse, das meine ich doch. Ja, nein, Mensch, das so einfach ist das nicht, verstehst du? Für die Auswärtige ist unser Spruch gar kein Spruch, sondern eine Zumutung. Tja, das sind eben Dippelschisser. Also bitte. Bitte. Wann ist das? Schon. Unter uns wird man doch mal das sagen dürfen, oder? Ja, die Auswertungen sind ab und zu mal ein bisschen penibel. Sag ich doch, Dippelschisser. So, hoppele, hoppele, jetzt kannst du gleich mal probieren. Ja. Und denk dran.